Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Das schauen wir an bei diesem Liebesorakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Dieser Schlüssel bedeutet seine Selbstsicherheit. Er wird diesen Schlüssel nutzen. Er schließt etwas ab und gleichzeitig öffnet sich eine neue Tür. Das sind Chancen, Möglichkeiten. Dieser Schlüssel kann bedeuten seine Verschlossenheit, seine Offenheit, das wechselt sich je nach Situation ab. Dieser Turm kann ihn noch gefangen halten. Das blockiert ihn, weil er fühlt sich in diesem Turm. Das sind Einschränkungen, aber muss nicht sein. Dieser Turm kann ein größeres Gebäude auch sein. Schule oder eine größere Firma. Kann auch sein, er möchte etwas vergrößern. Oder bedeutet ein Amt oder eine rechtliche Lage. Was die beiden Karten noch bedeuten können, er ist selbstsicher und ihm ist bewusst, was er zum Bieten hat. Er ist bewusst mit seinen eigenen Größe. Wie fühlt er sich? Nicht besonders wohl. Hier sehen wir zwar die Liebe und das, was euch auch verbindet, er liebt dich. Aber er schenkt hier die Falschheit. Das kann ein negativer Gedanke sein, wie zum Beispiel, oh, das wird sowieso nichts. Oder negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel. Kann aber Einfluss sein von außen. Eine falsche Person und diese falsche Person betrügt ihn oder lügt ihn an, versucht verhindern, dass ihr glücklich seid. Vielleicht ist gerade diese Situation, hält ihn gefangen in diesem Turm, aber er ist offen, über Gefühle zu sprechen. Kann dieser Fuchs auch bedeuten, dass er trifft gerade falsche Entscheidungen, und das hat mit euren Liebe was zu tun. Mond zeigt seine Mutter oder Mutterthemen, aber bedeutet auch die Träume, die Wünsche, die Sehnsüchte, und doch etwas blockiert ihn. Er wird mehr Offenheit zeigen, seine Träume und seinen Gefühlen. Aber ist etwas passiert, was dieser schlaue Fuchs zeigt, falsche Entscheidungen, oder er hat dich verletzt und genau diese Situation blockiert ihn. Das ist wie eine Mauer gerade zwischen euch beiden. Und was verbindet euch? Die Sterne. Und das bringt Glück. Außerdem, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Er ist offen, mit dir über die Liebe sprechen, hat Sehnsüchte und Träume. Kommt eine glückliche Wende. Aber liegt Falschheit da oder falsche Personen? Das blockiert, hier sehen wir die Blockaden, und hält ihn noch gefangen in diesem Turm. Das kann eine bestehende Partnerschaft bei ihm sein
oder kann auch bedeuten, dass die Ex euch beobachtet und versucht verhindern, dass ihr näher kommt. Er wird aber die Schlüssel benutzen und schließt diesen Kontakt ab. Was dich betrifft, zeigt mehr Offenheit. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.